haben wir noch mehr Waffen. Ich brauche noch mehr Munition. Dann kriege ich das auch hin. Ah, so öffne ich den Gang. Mehr Munition, wenn ich richtig für diese Stelle. Geschichte. So, war das auch. Drogen ist da was. Das hätte ich gern mal. Gib mir den Schadensupgrade. Gucken, ob ich hier was machen kann, waffenmäßig. Ist gut. Ja. Eine kleine Erweiterung. Okay, Schattenpfarrer haben wir. Griff. Skin. Ich nehme mal so ein Venus Desert. So, verstandmäßig hier. Gucken wir mal. What the fuck? Was war das jetzt? Hier rüber. Oh.
So, auch weg. Yes. Stimmt, Mann. Ich würde sagen, Pistole. Hier nur was mit. Stimmt, Mann. Oh yes. Immer mit. Brille. Eine 3D-Brille. Oh Gott. Ding jetzt mal kaputt. Noch das da hinten. Endlich. Mein Gott, endlich bin ich mal weiter. Das ist eine Stille. So, jetzt haben wir es erreicht. Und hier platziere ich das Ding jetzt erstmal hin. So, Tür öffnen. Das ist Bruder 1, das Hauptquartier der Regimepolizei. Nachdem euer Vater Ende der 60er ihren Kanzler getötet hatte, erweckte General Lothar Brandt die Regimepolizei mit einem Coup zu neuem Leben. Ein gewagter Schachzug gegen die Machthaber in Berlin, der voll und ganz aufging. Jetzt ist Paris in der Hand der Regimepolizei. Hoffentlich nicht mehr lange. Bruder 1. Krass, ich habe endlich Klein-Berlin geschafft. Vor allem der Gegner war so stark. Also, ich weiß nicht, wie ich das hätte schaffen sollen. Man kann ja alles leveln, man kann alles machen, das ist schon cool. Oh Gott, ein Riesenroboter. Ach du Scheiße. Bevor ich das mache, erstmal stärker machen. Oh ja, das ist nur... Nee, ich hab das nicht leider. Verdammt. Lass ich mir mal einen schicken Anzug? Ja, wenn ich mal ein bisschen mehr hab, dann hole ich mal diesen Neopren hier, Spider-Man-Look. Cool. Und der wird nicht einfach werden. Mal gucken. Wir haben den Eingang gefunden.
nur hier rein. Was ist hier drin? Jawohl. Mitnehmen. Mitnehmen, mitnehmen. Hey Mädels, ihr betretet gleich das Gefängnis der Regimepolizei. Da müsste ein Aufzug sein, der euch ins Hauptgebäude bringt. Alles klar. Sucht ihn. Abby Ende. Okay, das Gefängnis betreten. Machen wir doch. Und Gesundheit mitnehmen. Ladies, hier müsste irgendwo ein Lager für verborgene Waffen rein aus hier. Rüstung sein. Versucht es zu finden. Vielleicht ist das Zeug nützlich. Cool. Danke, Epster. Okay, dann werden wir das mal finden. Ja, da muss ich gucken. Ah, ich glaube, ich werde schon nicht da reinkommen. Rüstung mitnehmen natürlich. Weiter da hoch. Yep. Und dann dort. Ja, dann muss man hier rein. Oh, perfekt. Perfekt ausgeklügelt. Also sind wir hier drin, wo ich rein wollte. Neue Munition, Rüstung, mitnehmen. Läuft. Ich werde auch mal auf jeden Fall noch dieses Jahr ein Sonic-Teil spielen, so was Sonic Frontiers. Kommt auch noch. Yep. Echt? Schon krass. So, wie öffne ich denn jetzt hier die Scheißtür? Ja, das habe ich schon verstanden, dass sie Russin ist. Hey, was haben wir denn da? Papa meinte, dass er damit Regime-Bastarde schmelzen kann. Weißt du, geh jetzt auch mal. Ah, hiermit. Geil, bam. Nimm mich doch mit. Das ist gut. Oh.
noch eine Tür, die ich aufsprengen konnte. Die hier. Und da ganz oben war auch noch eine. Die hätte ich gerne auf jeden Fall. Mal sehen, was sich hier befindet. Ich weiß nicht. Ha. Wofür kann man hier... Ach so. Coole Idee, eine Waffe zu erfinden, dass ich mit dem Laser durchsehe. Ich hau mal ab. Der hat keinen Zweck hier. Wir gehen mal weiter. So, wo war das denn jetzt? Hier ist noch eine Tür. Ist auch noch was? Kann ich auch mal auf. Natürlich leben. Noch mehr hier? Ja, das läuft ja schon mal gut. Hier. So, jetzt muss ich das hier hin. Ich schaff's nicht mehr lang! Ich bin wieder im Geschäft! Jagen wir Nazis! Weg! Danke, Mann! Richtig, echt selber platt. Hoch. Danke, Schwester. So. Ich muss aufleveln. Nee. Und dann muss ich meine Sphäre.
Raum. Dein Kontrollraum, Jess. Verstanden. Ja, ich hab's schon verstanden. Ich bin ja nicht taub. Entschuldigung.